Mein Name ist Anja Nitschewel. Ich bin selber aus Deutschland und bin seit 6 Jahren jetzt in Genf. Ich arbeite bei UNAIDS. Das ist das UN-Programm zur weltweiten AIDS-Bekämpfung. Und ich arbeite hier schon 16 Jahre bei der Organisation, habe verschiedene Positionen inne gehabt, habe angefangen in einem Länderbüro zu arbeiten, aber auch auf regionaler Ebene gearbeitet und jetzt, wie gesagt, seit 6 Jahren in Genf. Momentan bin ich leitende Beraterin im Bereich globale Finanzierung für HIV und AIDS und Partnerkoordinierung. Ich habe eine recht facettenreiche Ausbildung hinter mich gebracht. Ich bin von Hause aus Soziologin und Politikwissenschaftlerin und habe aber auch einen Abschluss in Journalistik gemacht. Ich habe in allen diesen Bereichen gearbeitet. Zum Beispiel habe ich als politische Journalistin gearbeitet, habe auch als Soziologin verschiedene Studien betreut in Entwicklungsländern. Seit ich bei UNAIDS bin, habe ich dann überlegt, dass ich auch gern noch zusätzlich einen Fachabschluss haben möchte und habe deshalb auch noch einen Masterstudiengang belegt im Bereich Public Health, also öffentliche Gesundheit, an der London School of Hygiene and Tropical Medicine. Also wie gesagt, eine relativ umfangreiche Ausbildung in verschiedenen Bereichen, aber alles führt letztendlich zusammen. Wenn ich von Freunden und Bekannten gefragt werde, womit ich mich bei UNAIDS momentan beschäftige, dann antworte ich meistens, ich beschäftige mich mit Geld und wie man das Geld am besten ausgibt. Das ist natürlich etwas salopp formuliert. Jetzt mehr ins Detail gehend, also wir arbeiten auf 2 Ebenen. Die erste Ebene ist wirklich zu schauen, wie wir international dafür sorgen können, dass genug Finanzierung für HIV- und AIDS-Programme da ist. Da arbeiten wir sehr eng mit verschiedenen Partnerorganisationen zusammen, die international finanzieren, wie zum Beispiel dem Globalen Fonds zur Bekämpfung von HIV, AIDS, Tuberkulose und Malaria, aber auch mit der Weltbank, mit Gavi, das ist die internationale Allianz zur Immunisierung von Kindern, und mit anderen Organisationen, wie zum Beispiel der Gates Foundation, weil auch diese natürlich sehr viel Gelder auch in diesem Bereich international ausgeben. Und die Frage ist, wie kann man dafür sorgen, dass nach wie vor die doch sehr umfangreichen AIDS-Programme weltweit, wie können die weiter finanziert werden? Gleichzeitig arbeiten wir aber auch sehr viel mit Ländern selber zusammen. Und dort ist es eher eine beratende Funktion, die wir haben. Wir stellen Know-how zur Verfügung, aber eben auch Beratung und technische Hilfe, um mit den Ländern zu arbeiten an der Ausarbeitung von Strategien zur nachhaltigen und langfristigen Finanzierung von HIV und AIDS, wo auch die Länder selbst stärker auch ihre Ressourcen mit einbringen. Und wir gucken uns auch an, wie können wir das Ausgeben des Geldes optimisieren. Ja, also wie kann man sicherstellen, dass jeder Dollar, jeder Schweizer Franken, jeder Euro auch wirklich am meisten letztendlich bringt und die meisten Menschenleben rettet, indem in die richtigen Programme investiert wird und auch in die richtigen Partnerschaften, um das möglich zu machen. Warum habe ich diesen Beruf gewählt? Das hat sehr persönliche Gründe und hat auch schon sehr früh angefangen. Ich muss sagen, dass ich aus einer Diplomatenfamilie komme, also schon sehr frühzeitig durch die Welt gereist bin, in anderen Ländern gelebt habe, mit anderen Kulturen, Sprachen, Menschen in Berührung gekommen bin. Und das hat mich sicherlich geprägt. Deswegen wollte ich auch immer international arbeiten. Gleichzeitig bin ich natürlich auch sehr frühzeitig mit Fragen in Berührung gekommen, die soziale Gerechtigkeit betreffen, Armut, Elend in Entwicklungsländern. Zum Beispiel der erste Aufenthaltsort meiner Eltern mit mir war in Indien. Und da erinnert sich meine Mutter immer noch, dass ich sie als kleines Kind natürlich sehr, sehr oft gefragt habe, warum leben die Kinder so, warum müssen die auf der Straße betteln, warum können sie nicht zur Schule gehen, warum haben sie nicht genügend zum Anziehen.
Und meine Mama sagt auch nach wie vor, meine Mutter, dass es eben sehr schwer war, darauf Antworten zu finden. Aber es ist sicherlich eine Sache, die mich sehr geprägt hat. Und für mich war sehr klar, dass ich international arbeiten möchte und auch im Bereich internationaler Entwicklungszusammenarbeit. Die Fähigkeiten sind sehr vielschichtig, die nötig sind, um hier zu arbeiten. Es ist einmal natürlich die richtige fachliche Ausbildung. Allerdings, wenn man sich UNAIDS anguckt, kann man auch sehen, dass es Experten gibt aus sehr unterschiedlichen Bereichen. Also wir haben Wirtschaftsfachleute, wir haben Finanzfachleute, wir haben Soziologen, Psychologen, Politikwissenschaftler und alle arbeiten gemeinsam daran, UNAIDS als Programm auch umzusetzen und weiter voranzutreiben. Deswegen kann man nicht genau sagen, dass es eben nur eine Richtung gibt, aus der man kommen sollte, wenn man hier arbeiten möchte. Gleichzeitig ist natürlich sehr wichtig, die sogenannten Soft Skills im Bereich Teamarbeit, kulturelle Sensibilität, auch Kommunikation ist sehr wichtig, dass man dort eben starke Fähigkeiten hat und generell auch ein Gespür für Diplomatie und Politik. Und natürlich Sprachen. Also Sprachkenntnisse sind sehr, sehr wichtig. Ich würde zwei Sachen sagen. Es ist einmal Flexibilität und Mobilität. Diese zwei Aspekte sind sowohl positiv als auch negativ. Zum Beispiel, was spannend ist an der Arbeit hier in UNAIDS, ist, dass wir natürlich ständig an neuen Themen auch arbeiten und auch ständig gucken, wie können wir insgesamt weltweit die Arbeit an dem Problem zur AIDS-Bekämpfung auch vorantreiben. Und da gibt es ständig neue Herausforderungen. Eine Herausforderung momentan ist zum Beispiel Ebola. Um sich anzugucken, wie können zum Beispiel die Erfahrungen aus dem AIDS-Bereich jetzt auch helfen, eine Krise und eine Epidemie wie Ebola zu bekämpfen. Und das sind natürlich neue Herausforderungen, da muss man ständig sich weiterentwickeln, sich neue Fachkenntnisse aneignen und auch wirklich gucken, wie kann ich up-to-date bleiben. Gleichzeitig heißt das aber auch, dass man teilweise nicht genug Zeit hat, sich intensiv mit einem Thema zu beschäftigen und ständig natürlich vom Zeitgeschehen auch etwas getrieben wird. Das ist auch nicht jedermanns Sache. Mobilität ist UNAIDS, ist eine Organisation, die darauf aufgebaut ist, ähnlich wie der diplomatische Dienst, dass die Mitarbeiter regelmäßig auch ihren Dienstort wechseln. Alle 4, 5 Jahre wird man an einen anderen Standort versetzt, muss umziehen. Auf der einen Seite sehr spannend und interessant, öffnet neue Horizonte, aber es ist natürlich nicht für jeden geeignet und nicht jeder ist flexibel genug in diesem Bereich. Und deswegen muss man sich vorher genau überlegen, ist das eine Arbeit, die mir passt, die für meine Familie passt und generell etwas, was ich machen möchte. Da gibt es eine ganze Reihe, aber wenn ich gefragt werde, welches Erlebnis, welches Projekt, welche Mission hatte, einen starken Eindruck, vor allem am Anfang meiner Karriere bei UNAIDS, da möchte ich einen Besuch in einem Waisenheim für HIV-infizierte Kinder in der Ukraine nennen. Es war ein Besuch in einem Waisenheim für fast 100 Kinder, die jüngsten waren gerade mal einen Monat alt, in der Nähe von Donetsk in Makiivka. Dort habe ich gesehen auf der einen Seite, dass das Personal sich sehr, sehr liebevoll um die Kinder gekümmert hat und wirklich versucht hat, ihnen viel Liebe und Geborgenheit zu geben. Gleichzeitig die Bedingungen aber sehr, sehr schlecht waren. Also es gab nicht genügend Medikamente. Die Kinder mussten teilweise zu zweit, zu dritt in einem Bett liegen, weil nicht genug Ausrüstung da war. Und das war schon sehr, sehr beeindruckend und auch bedrückend. Am schwierigsten fand ich die Aussage einer Erzieherin, die uns erzählt hat, dass sie eigentlich nicht auf die Straße gehen können mit den Kindern, nicht draußen spielen können, weil erstens es gibt keinen Spielplatz, der dem Heim angegliedert war, und zweitens gab es eine Hygienevorschrift der Stadt, die das den Kindern verboten hat. Was wir dann gemacht haben, wir haben gemeinsam mit
UNICEF-Mitarbeitern ein Projekt ins Leben gerufen, sehr, sehr schnell, haben Partnerschaften für dieses Kinderheim gefunden in europäischen Ländern, Partnerorganisationen, die bei der Finanzierung geholfen haben, um das Heim besser auszustatten. Aber wir haben auch mit der Stadtverwaltung gearbeitet und versucht, Lösungen zu finden, wie diese Kinder besser integriert werden können und auch mit gesunden Kindern in Kontakt kommen, mit denen spielen können, weil wir wissen, es gibt ja kein Risiko dabei der Ansteckung oder andere Gefahren. Und innerhalb von 2 Monaten ist dann diese Hygienevorschrift abgeschafft worden und das hat schon gezeigt, dass man, wenn man gemeinsam arbeitet, durchaus, dass man es auch schaffen kann, wirklich schwierige Probleme anzuschieben und auch Lösungen zu finden gemeinschaftlich, die letztendlich Kindern, Menschen zugutekommen. Ich bin sehr beeindruckt von Genf, muss ich sagen. Es ist eine kleine Stadt, aber gleichzeitig für mich eigentlich wirklich ein internationales Zentrum. Also wenn man sich anschaut, dass Genf weniger als 1 Million Einwohner hat, aber fast 50% Ausländeranteil. Ich denke, das zeigt wirklich, dass es eine internationale, globale Stadt ist. Und für uns ist natürlich Genf UN-Standort, damit sehr, sehr wichtig, auch wirklich ein Zentrum von Entscheidungsfindung, also Entscheidungen, die das Leben aller Menschen weltweit fast täglich betreffen. Und ich arbeite im Gesundheitsbereich. Hier ist Genf ganz, ganz spannend, weil wir haben große UN-Organisationen, die im Gesundheitsbereich arbeiten, die hier primär stationiert sind. Also das ist die Weltgesundheitsorganisation, das ist hier in AIDS, das ist der globale Fonds zur AIDS-Bekämpfung, Bekämpfung von Tuberkulose und Malaria, sind Gavi, aber auch viele internationale Nichtregierungsorganisationen, die hier vertreten sind. So, das ist sehr, sehr spannend, weil doch viel Arbeit über die Grenzen eigener Organisationen hinausläuft und viel auch Synergien damit geschaffen werden. Was auch klar ist, weil die Probleme des 21. und 20. Jahrhunderts kann man nicht mehr allein lösen. Ich würde auf jeden Fall Jugendlichen raten, dass sie sich ausprobieren sollen. Wenn sie Interesse an einer internationalen Karriere haben, sollten sie auf jeden Fall gucken, ob sie eventuell Praktika in Anspruch nehmen können oder andere Programme, Hospitanzen. Es gibt auch Stipendienprogramme, die verschiedene internationale Organisationen haben, um sich wirklich auszuprobieren, ob das eine Arbeit ist, die ihnen Spaß macht, die ihnen gefällt, die sie ausfüllt und auch die teilweise Schwierigkeiten, die damit verbunden sind, ob man wirklich das aushält. Generell denke ich, internationale Karriere in der globalisierten Welt ist was für Jugendliche sehr interessant ist und was natürlich auch eigentlich, ohne dass man nicht mehr wirklich hier erfolgreich sein kann beruflich, ob man jetzt bei der internationalen Organisation arbeitet oder in internationalen Companies oder selbst im öffentlichen Bereich. Also internationale Zusammenarbeit ist einfach eine Sache, die da ist und mit der man sich auseinandersetzen sollte. Deswegen ausprobieren, gucken, ob es mir passt und dann wirklich in diesem Bereich anfangen, sich zu engagieren.